Ist mein Partner ein Narzisst? Hat er vielleicht eine manische Depression? Oder ist er oder sie eine Borderlinerin? Oder stopp! Ist vielleicht der Partner ein ADHSler? Ganz häufig wird ADHS leider fehldiagnostiziert. Die größte Fehldiagnose ist ADHS Borderline. Wir haben manisch-depressiv und dann den bösen Narzissten, über den ich ja noch nie etwas gesagt habe, an dritter Stelle. Es lohnt sich immer dabei zu bleiben, bis zum Ende zuzuhören. Gerne Kanal abonnieren, wenn noch nicht getan. Und natürlich Leuten weiterleiten, die an ADHS leiden. Oder wo du denkst, der ist gar nicht narzisstisch. Oh mein Gott, wir haben den in die falsche Schublade geworfen. Oder das ist, sie ist gar kein Borderliner. Oder da ist ja gar keine manische Depression, liegt ja gar nicht vor. Wie kommt es, dass gerade ADHS so häufig verwechselt wird mit diesen anderen sehr lauten Persönlichkeitsstörungen? Sehr laut im Sinne von für Therapeuten. Ist halt der Narzisst etwas, was man wesentlich häufiger hat, einem gegenüber sitzt und wo man natürlich dann auch mit Problemen zu rechnen hat. Wir haben mehrere Punkte und natürlich vorneweg, ich werde sie einzeln durchgehen, aber vorneweg ist es so, kein böser Vorwurf, aber natürlich habe ich einen Therapeuten, der sich mit Borderline sehr gut auskennt, dann sieht er natürlich eher Borderliner. Habe ich jemanden, der gut sich mit Narzissten richtig gut auskennt, sieht natürlich eher narzisstische Züge. Habe ich jemanden, der es vor allem mit depressiven, manisch-depressiven Personen viel zu tun hat, dann schlägt das an. Das ist leider in der menschlichen Psyche so, dass natürlich dieser uralte Spruch gilt für jeden Hammer. Für einen Hammer ist jedes Problem ein Nagel. Das heißt, dat, 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 jeder Nagel, alles ist ein Nagel. Das heißt, er differenziert nicht nach dem Motto, stopp, stopp, das ist Keramik, die sollte ich lieber nicht mit dem Hammer schlagen. Und deshalb wird also hier häufig fehldiagnostiziert. Es empfiehlt sich also immer, ein paar mehr Leute zu fragen und auch ein paar mehr Tests zu machen. Ich muss sagen, im ADHS-Bereich ist es ein bisschen schade, was man im deutschsprachigen Raum findet an ADHS-Online-Tests, weil die alle voneinander abschreiben oder die, die ich gefunden habe. Wenn du auf Englisch gehst, ADD oder ja, ADD, dann findest du teilweise eben, oder ADHD, und dann findest du teilweise eben mehr. Es lohnt sich also, auch dieses Video sollte dir dabei nochmal helfen, zu checken, was es ist und jemanden bitte nicht falsch einzusortieren. Wir fangen an mit dem Borderliner. Borderliner kannst du in anderen Videos nachschauen, hier in meiner Liste von Videos. Borderliner haben die Schwierigkeit, dass sie eben diese Impulsivität haben, dass sie teilweise sehr schlecht in der Regulation ihrer Emotionen sind, dass sie diesen vielfach verstärkt haben auf Emotionen, dass sie sich teilweise nicht mehr spüren, lost sind und dabei übertrieben, teilweise eben in Sachen reingehen, die sie stören und das komplett stark haben oder im Grunde genommen in einer sehr hohen inneren Anspannung sind und deswegen irgendwas machen, sich auch mal irgendwo gegenschlagen oder in Extreme gehen. Sie haben teilweise die Probleme mit Süchten, Sexsucht, Spielsucht. Solche Sachen können vorkommen. Aber auch Ausgabensucht und so weiter und so fort. Und dann schmeißen sie sich rein, weil sie ihn unbedingt, 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 unbedingt gewinnen wollen. Dann stellen sie fest, es ist viel zu eng, viel zu eng. Plötzlich spüren sie alles immer zehnfach die Enge. Plötzlich müssen sie unbedingt weg auf Abstand. Und sie haben diese Sachen und sie machen teilweise sehr riskante Sachen, wenn sie so eine Sucht haben, sich zu spüren, weil sie sich erst bei großen Geschwindigkeiten spüren. Und verrückterweise, der ADHSler hat da Überschneidungen. Das ist das Verrückte. Nur, dass der ADHSler nicht diese übertriebene, also diese Zehnfachverstärkung hat oder dass, wenn etwas Negatives passiert, er teilweise gar nicht mehr weiß, wo genau der Schmerz herkommt, sondern nur noch, es muss jetzt aufhören, es ist zu viel. Das ist beim ADHSler nicht der Fall. Der ADHSler ist auch sensibel, weshalb er teilweise eben auch mal dann überreagiert. Er ist ein bisschen unberechenbarer, weil das mit der Psyche so ein bisschen mehr hin und her fliegt und springt. So, und dann denkt man schon mal, stopp mal kurz, der ist gleich geflippt, das Streitgespräch hat überhaupt nicht geklappt. Dann ist er mir weggerutscht. Er hat auch so eine innere Spannung teilweise, weil ihn irgendwie Sachen nerven, irgendwie stören. Und dann kommt das schon mal zu dieser Fehldiagnose. Aber Tatsache ist, dass bei dem ADHSler eben wesentlich stärker darüber geht, dass er mit der Zeitempfindung anders ist. Aber man kann es tatsächlich beim ADHSler messen, dass es eben in Ruhemomenten immer noch so einen gewissen Sound-Noise gibt, also dass es da immer noch Ströme gibt, gerade im vorderen, im Neokortex-Bereich, wo bei anderen mehr Ruhe ist und dass sie teilweise einen geringeren Dopamin-Wert haben, der deswegen dann auch
gedeckt wird oder übertüncht wird mit irgendwelchen dopaminanheizenden Elementen, sei es eben Süßigkeiten, Ablenkungen, Computerspiele und alle möglichen solchen Sachen. Und das ist tatsächlich ein klarer Unterschied. Wir haben keine 10-fach Verstärker. Wir haben dann auch nicht plötzlich dieses komplette Wegsein, weil du bist mir zu nah, es ist mir zu viel, sondern es ist gerade langweilig für mich. Ich brauche eine andere Ablenkung, einen anderen Stimulus. Es ist nicht, dass die Person also dann plötzlich sich nicht mehr spürt, sondern sie verliert sich in der Zeit, weil sie ein anderes Zeitempfinden hat. Also da sind eindeutige Unterschiede und deswegen ist jetzt der ADHSler wirklich eher berühmt dafür, dass er unpünktlich ist. Der Borderliner ist dafür nicht berühmt, dass er unpünktlich ist. Ganz im Gegenteil, er kann sogar teilweise sehr pünktlich sein, wenn er da irgendwie Angst hat, an irgendeiner Stelle irgendwie negativ aufzufallen oder wenn irgendwelche anderen Sachen ihm drohen, die für ihn gerade überdrohend sind. Wir haben also hier deutliche Unterschiede zwischen ADHS und dem Borderline. Und deswegen schauen wir lieber rein beim ADHSler, wie sieht es aus mit Priorisierung, Zeitgefühl, zeitliche Orientierung, wie sieht es aus mit Ablenkbarkeit und irritieren ihn bestimmte Sachen. Ja, und dass man mit beiden handfest streiten kann, puff, der ADHSler ist gerade nach so einem Ausflipper teilweise runter, als ob nichts gewesen wäre, so, ja, ich habe mich ja kurz aufgeregt, das kann bei dem Borderliner eher noch sich verhärten. So, und ansonsten gerne eben verschiedene Experten aufsuchen, die das beleuchten und die idealerweise auch Experte für ADHS sind und einmal für Borderline sind, weil die kennen die Details wirklich nochmal auf einem ganz anderen Level. Wir schauen uns an, wie die Unterschiede sind und warum es Verwechslung gibt mit dem manisch-depressiven. Der manisch-depressive, was war der nochmal für einer? Depressiv? Oh, wird getriggert durch irgendetwas und dann ist er depressiv und fühlt sich ganz schlecht und die Welt zerlegt sich langsam und er hat überhaupt keinen Antrieb mehr, Antriebslosigkeit. Und dann triggert ihn was und er ist total manisch. Ich fange mit einem neuen Sport an. Ah, das wird ganz geil. Oder, oh, wir gehen feiern. Ah, das wird ganz geil. Oder, keine Ahnung, neu verliebt, was auch immer es ist, was ihn triggert. Und dann geht eine manische Phase los. In der manischen Phase verliert er ganz häufig sehr viel Bodenkontakt, Realitätssinn und macht Sachen, die er später bereut. Kauft Dinge, die er sich nicht leisten konnte. Macht bei Dingen mit, wo er später denkt, warum habe ich das nur gemacht? Es ist ganz, ganz krass, was in manischen Phasen passiert. Dazu habe ich Videos, die du finden kannst, aber es werden teilweise Sachen gemacht, die sind sehr, sehr ungesund, weil manisch sich völlig überschätzt hat. Und in dem Zusammenhang ist daneben der ADHSler auch jemand, und so kommt natürlich diese Verwechslung, der hin und her springt und der sich leicht triggern lässt. Lass uns mal das Wort triggern kurz mitnehmen. Lässt sich leicht triggern. Und plötzlich kommt jemand rein und sagt, hey, wer hat Hunger? Und er sagt, oh, stimmt, Essen, bumm. Und dann sitzt er da und hat bestellt. Dann merkt er plötzlich, oh, ich habe ganz vergessen, meiner Freundin zu gratulieren. Dann sitzt er da und das Essen vielleicht unwichtig, weil er muss jetzt telefonieren. Und plötzlich fällt ihm ein, dass irgendwie das Parkticket und so weiter und so fort. Und dann geht das Ganze seinen Weg. Der manisch-depressive ist jetzt nicht so über die alle äußeren Events ablenkbar, triggerbar, sondern da gibt es ganz klare Trigger, die eben dieses Manische auslösen, was teilweise eben medikamentös eingefangen werden kann und dann gibt es diese depressiven Seiten. Beim ADHSler ist das eher so, der schießt mal hoch und schießt mal runter, schießt auch mal nach links, schießt auch mal nach rechts, schießt mal von hoch links nach hoch rechts und auch mal runter und hat auch so ein bisschen die Anspannung, aber bei dem kommt viel mehr als Kind eben der Zappelphilipp raus, als Erwachsener eben dieses bisschen getrieben sein, ein bisschen hinterher sein und so weiter und so fort. Und da sind Unterschiede, ob der eine eben krass ablenkbar ist, mal zusammengefasst, und der andere gerade in einem Höhenflug steckt und in einem Tiefflug steckt. Wenn der ADHSler von Leuten das Feedback bekommt, na, du bist doch auch ein bisschen manisch, oder? Und da haben wir es schon, ein bisschen manisch. Ist ein bisschen manisch manisch oder ist ein bisschen gerade jemand, der einfach blub, 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 entertaining ist, ein paar Bälle in die Luft schießt, mal kurz einen jongliert, dann aber alles zur Seite legt, weil er da drüben noch bei dem Bild mitmalen will. Das ist nicht manisch, das ist das ADHS. Ne? Manisch wäre, keine Ahnung, wenn das Bild irgendwie oben auf dem Wolkenkratzer dann ausgestellt werden muss, damit er jetzt hier seine neue Kunstkarriere starten kann. Und dafür muss mal eben das Ding irgendwie von einem Tower zum anderen Tower gespannt werden und er macht gerade Gott in die Welt verrückt, dass das passiert. Das wäre mal so ein bisschen manisch. Der bei ADHS, der vergisst ja schon beim dritten Telefonat, dass er da anrufen wollte und ruft dann irgendwie Mama an, dass sie noch einen Kuchen für ihn in den Ofen stellt. Also
Da sind Unterschiede, aber von außen, wenn du nicht länger hinschaust, hat man das Gefühl, der ADSler hat so ein paar Schübe. Wenn man länger hinschaut, stellt man fest, dass es ein ständiges, viel zu abwechslungsreiches Wechseln ist und vor allem diese zeitliche Komponente wieder katastrophal ist. Manisch-depressive Menschen, die ich komme, ich kann mich erinnern, dass die chronisch unpünktlich waren, zum Beispiel. Aber ADHSler, da wusste ich schon, optimistisch ist nur eine halbe Stunde zu spät und pessimistisch ist, er ruft an, es ist was dazwischen gekommen. Im Freundesbereich, wo es nicht so wichtig ist, man das eher rauslassen kann. Schauen wir uns aber jetzt, und Achtung, gerne den Kanal abonnieren, damit du keine weiteren Videos verpasst. Und Fragen von euch, die in den Kommentaren stehen, haben zu auch diesem Video geführt. Deswegen gerne stellt uns Fragen. Und natürlich, wenn ihr zu dem Bereich mehr Tiefgang wollt, Coaching wollt etc., sind wir als Coaches gerne da. Wir schauen uns den dritten Punkt an, Narzisst und ADHS. Nicht selten sind ADHSler für Narzissten gehalten worden. Mehrfach hatte ich, wo sich auch Leute an mich gewendet haben und sind mit mir durchgegangen, wie narzisstisch ist denn dieser Partner, wie narzisstisch ist diese Partnerin oder sich auch dann Videos geschnappt haben und Punkt für Punkt kontrolliert haben, überprüft haben, um dann festzustellen, das mit dem Narzissmus greift nicht ganz. Einerseits versetzt er mich, schnappt sich nur die Dinge, die ihm gerade wichtig sind, ist dabei auch ein bisschen oberflächlich und wirkt wie nur an seinen eigenen Themen interessiert. Das ist doch ein Zeichen für Egoismus, Egoismus, Narzissmus. Tatsache ist, man erwischt den ADHSler dabei, dass er dann sich darum kümmert, dass es das gibt, was ihm schmeckt. Da es Dinge gibt, gegen die er sensibel ist, die ihn teilweise nerven können bei manchen ADHS-Formen, muss dann irgendwie die Situation verändert werden und alle müssen sich nochmal neu hinsetzen, damit er dann dort sitzt, wo das Kissen nicht so komisch drückt. Das ist aber nicht aus narzisstischen Gründen, weil er sich denkt, na warte, ich schaffe das, dass sich hier alle für mich umsetzen, damit ich auf dem geilen Kissen sitze. Sonst eher so, dass es ihn wirklich genervt hat, dass dieses eine Kissen mal so komisch im Rücken drückt und alle anderen, die dann schon zugeschaut haben, gedacht haben, um Gottes Willen, gib dem kleinen Jungen, dem kleinen Mädchen einfach das richtige Kissen. Dann sitzt er drin, sagt danke und es ist nicht narzisstisch alle manipuliert, sondern danke, dieses Kissen ist tatsächlich für mich besser, die anderen haben so komisch gerutscht. Überhaupt fällt der ADHSler auch häufig auf durch solche kleinen Sachen, die ihn stören, kleine Sachen, die ihn nerven, wo alle sagen, ist das denn so schlimm? Und dann liest du einfach so eine ADHS-Liste nach. Ganz häufig müssen Mütter ihren oder Väter ihren ADHS-Kindern alle Schildchen hinten rausschneiden, weil das immer so komisch am Hals kratzt und die dann die ganze Zeit hier so rumfummeln, während andere Kinder mit demselben T-Shirt, also mit dem gleichen, selben T-Shirt, auch mit diesem nie etwas hatten und hinten hat es das Etikett einfach überhaupt nicht gestört. Das sind so Sachen, wo der ADHSler teilweise, je nachdem welche Ausprägung er hat, sich richtig krass stören kann. Und das ist nicht narzisstisch, wenn man das dann äußert, sondern es ist wirklich ein kleiner Schrei nach Entspannung, wo etwas komisch kribbelt und kitzelt. So, großer Unterschied also, nicht egoistisch, sondern aus einem inneren Bedürfnis der Unruhe oder der Irritation heraus. Und deswegen, wenn der ADHSler einfach nur, hast vielleicht jetzt schon beim Zuhören so ein Gefühl auch gerade bekommen, also dann einfach mal mit Themen springt und plötzlich keinen Bock mehr hat, das Abendessen mit dir zu genießen und ach, dass du gekocht hast, ist es nicht narzisstisch, weil er jetzt merkt, ach, sie hat gekocht, jetzt hätte ich gerne mehr. Oder woanders war es aber viel geiler. Achte, ob es woanders geiler war. Oder ob er woanders vorbeigegangen ist und sogar schlechteres Essen gegessen hat, weil dort gerade ein Kumpel gesagt hat, hey, wir sind dort und holen uns gerade ein paar Fritten. Und du stehst mit deinem Essen da und du denkst dir so, hätte ich nicht eine Stunde vorher noch mal kurz schreiben sollen, dass ich jetzt gerade anfange und alles in den Ofen schiebe und hätte ich da noch mal nach einer halben Stunde schreiben sollen. Wie sieht es aus? Bist du pünktlich? Wäre schade, weil ich bin dann zwar ein bisschen wie eine Nanny, aber gleichzeitig funktioniert es dann. Und er kommt dann nach Hause und sagt, boah, Schatz, okay, sorry, ich hoffe, ich bin nicht zu spät. Aber als ich es gelesen habe, habe ich gedacht, um Gottes Willen, ich wollte gerade schon die Fritten mit meinem Kumpel bestellen. So, das ist ADHS. Narzissmus wäre eine kleine fiese Lüge. Ah, es tut mir so leid, ich musste ganz dringend in der Arbeit. Das war. Und dann kommt raus, dass da diese eine süße Kollegin spontan noch bei sich zu einem Sundowner eingeladen hat.
Aber jetzt, wo er zurückkommt, kommt erstmal die große, lange, gut klingende, leicht manipulative Wiedereinrenk-Rede, damit er jetzt noch obendrauf auch noch dein Essen isst und alles so ist, wie er sich das vorstellt. Da sind also dann im Konkreten krasse Unterschiede, die man erstmal gar nicht wahrnimmt, weil viele nicht auf dem Schirm haben, was ADHS bedeutet und welche Schwächen dabei sind. Achtung, zwei Videos alleine mit Schwächen von mir. Ein Video findest du hier noch mit Dingen, die du machen kannst oder zwei. Und deswegen an dieser Stelle, ich hoffe von ganzem Herzen, ein paar unschuldige ADHSler vor Borderline manisch-depressiver oder narzisstischer freundschaftlicher Diagnose wahr zu haben. Und wenn du nämlich das Richtige einsortiert hast, in dem Moment kannst du auch in der Beziehung die Sachen machen, die für dieses Muster gut sind. Viel Erfolg, viel Glück und ich freue mich schon auf eure Kommentare und natürlich die Feedbacks etc.